Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 Girls WG. Juhu, wir sind wieder zurück und wie immer, ja, ihr kennt's ja mittlerweile, schlafen hier wieder alle. Das ist ja mittlerweile schon, ja, irgendwie normal. Wir beginnen das Let's Play meistens mit einer schläfrigen Truppe hier. Und jetzt merke ich gerade, ich muss mir mal wieder den Timer stellen. Kennt ihr ja schon. Moment. So, los geht's. Also, ich habe mir was überlegt und zwar ist mir aufgefallen, dass die gute Mia schon ewig lang nichts mehr mit ihrem Freund unternommen hat. Und zwar den Mason. Den gibt's noch, tatsächlich. Die sind nämlich fest zusammen und sehen sich nie. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Und deswegen habe ich mir überlegt, treffen die beiden sich heute mal? Oh. Hier stinkt's. Kann man das nicht aufräumen? Doch. Dann räumen wir es mal auf. Und dann kannst du dir was Leckeres zu essen nehmen, wenn was drin ist. Ja, immer noch dieser komische Obstkuchen, der anscheinend keinen schmeckt. Aber naja, besser als nix. So, und dann kannst du das machen und dann... Ekelhaft, was ist denn das bitte? Schön siffiges Badezimmer. Sehr lecker auf jeden Fall. Dann kannst du das hier mal alles säubern. Spülen. Und säubern und hier die Pfütze kannst du auch noch aufwischen, aber da ist deine Leiste jetzt voll okay. Dann würde ich mal sagen, stehst du jetzt mal auf, oder? Musst du denn heute arbeiten? Ja, Mist, du musst heute arbeiten. Dann gehen wir heute nochmal schnell mit ihr zur Arbeit, denn ich glaube, wir werden befördert. Ja, jetzt werden wir auf jeden Fall befördert. Und dann treffen wir uns mal mit dem Mason, denn ich finde, so langsam können die mal ein bisschen ja ihre Beziehung erweitern. Und eigentlich habe ich mir gedacht, die Mia, ja, die ist irgendwie so süß und ja, die sind ja eigentlich sehr verliebt. Wie wäre es denn, wenn die Mia ein Baby bekommen würde vom guten Mason? Könnt ihr mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das finden würdet, wenn die Mia schwanger werden würde. Ich würde das auf jeden Fall mega feiern und ich glaube, so langsam wird es auch mal Zeit. Ach, jetzt ist das Klo kaputt, toll. Dann repariere das mal. Obwohl, musst du das nicht noch reparieren? Nee, du musst nur Logik lernen, ne? Wir brauchen mal irgendwas, woran man Logik lernen kann. Moment, ich guck mal eben. Logik, Logik, Logik. Woran kann man Logik lernen? Hieran kann man Logik lernen, das weiß ich. Kann man nicht irgendwo anders noch dran Logik lernen? Logik? Logik? Raumfahrt? Ach komm, wir nehmen erstmal hier so einen normalen Tisch hier. Hauen wir den mal hier draußen. Ach, da können wir den jetzt nicht hinhauen. Hauen wir den einfach mal dahin. Warte. So. Und dann stellen wir da zwei Stühlchen vor. Zack. Und welche Stühle nehmen wir für draußen? Diese hier, oder? Ja. Die sind am passendsten. Warum geht es nicht? Warum geht es hier nicht? Warum geht es hier nicht? Warum geht es hier nicht? Ich weiß es nicht. Egal, ein Stuhl steht, das reicht ja auch erstmal. Sie muss ja nur alleine hier ein bisschen dran Logik üben. Aber erstmal musst du was essen. Genau, das machst du auch eben. Da ist nichts mehr drin. Dann nimm dir eine schnelle Mahlzeit. Nimm dir Materialien. Das müsste eigentlich auch reichen. So, dann bist du eigentlich bester Laune. Was ist mit dem Rest hier? Du bist schön am Saubermachen, das ist gut. Du machst dich selber fit, das ist auch sehr schön. Und du willst an den PC, naja, du kannst aber mal eben hier mal kurz duschen und hier mal kurz pinkeln. Und dann kannst du mal deine Hausaufgaben machen. Ach, hast du, das ist sehr gut. Wie steht's in der Schule? Scheiße, gut. Gut zu wissen. Und dann kannst du dir auch hier eine schnelle Mahlzeit nehmen, und zwar Cerealien. Oh, da musst du schon die Oberschule besuchen, okay. Dann nimmst du dir keine Cerealien mehr. Sudele, was geht bei euch? Komm, unterhaltet euch doch schon mal, wenn ihr hier sowieso gerade so nebeneinander sitzt. Über Interessen reden, über Geschicklichkeit sprechen, den Tag mal ein bisschen verschönern. So, weil die müssen ja auch ein bisschen befreundet sein, ne? Wohnen hier die ganze Zeit miteinander, aber keiner kennt sich. Ist natürlich immer scheiße, sowas. So. Aber vergesst das Essen nicht. Ah, jetzt isst sie, okay. Zwei gewöhnliche Tuning-Teile, sehr schön. So, und jetzt kannst du... Nein, nein. Jetzt kannst du hier mitspielen. Du brauchst jetzt nicht damit spielen. Und irgendeiner von euch kann mal die Kuhpflanze melken, bitte. Komm, melk sie. Und dann kannst du sie auch direkt mal füttern und mal streicheln. Ist auf jeden Fall sehr interessant, dass die Kuhpflanze jetzt schon, naja, gemolken werden kann. Denn irgendwie habe ich das gar nicht mitgekriegt, dass sie überhaupt jemanden gefressen hat.
Aber naja. Komm mal her mit deinem Euter. Ih, das sieht irgendwie total ekelhaft aus. Also wenn ich mir vorstelle, dass das jemand isst, ne? Oder trinkt. Ja, dann wird mir so leicht schlecht. So, was ist es denn? Selbstsicherheit von Strich. Ja, von Strich kennt ja jeder. Den guten. Der gute Herr Strich. Keine Ahnung, wen sie da gefressen hat. Also irgendjemand wird sie gefressen haben. Wer es jetzt letztendlich war, weiß ich nicht. So, und dann gehst du mal kurz pinkeln und kannst mal die Teile da plündern und kannst es auch direkt mal wegräumen. Wir machen mit. Wir gehen mit Mia mit. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt heute wirklich mal befördert werden. Und danach mal den netten Herrn Mason anrufen. Hoffentlich schaffen wir das noch in dieser Folge. Ich weiß es nicht, bin mir nicht so sicher. Aber ich gebe alles. So. So, wir sind auf der Arbeit. Alien-Umgebung testen können wir direkt mal machen. Wo macht man das damit? Da. Mit dem Ding einen Kollegen ein ungetestetes Serum geben. Ja, das können wir jetzt nicht. Wir haben kein ungetestetes Serum. So. Oh, per Gedankenkontrolle. Ich hasse das, ne? Das müssen wir immer machen. Mittlerweile ist es immer dasselbe hier. Sich umziehen. Okay, Armkleidung. Wo sind die restlichen Leute? Hier. Sport und ausgeh. So. Das muss jetzt aber auch reichen. Dann schauen wir mal eben. Ja, sieht gut aus. Jetzt die nächsten beiden. Halt, was machst du? Oh, wo rennt sie denn jetzt hin? Ach, zu ihm. Dademarsch. Kommt sie einfach von hinten angeschlichen und macht das einfach mal. Und den PC habe ich auch noch kaputt gemacht. Herrlich. So, was ist das für ein Outfit hier noch? Habe ich dann alle? Jetzt müsste ich alle haben. Jo, ich habe alle. Das ist sehr gut. Kommt als nächstes ein Kollege mit Analyse der Floral beauftragen. Ja, können wir mal mit dem hier machen. Kollegen beauftragen, Floralanalyse. Mach das mal bitte und dann können wir mal hier die Rakete mal wieder aufbauen, die uns ja letztens so grandios kaputt gegangen ist. Ja, das ging natürlich schnell, also, ne? Einmal kurz mit dem Hammer dran gewesen und zack, steht das Ding wieder. Jetzt müssen wir die wieder komplett aufbauen, das ist ja auch scheiße, ne? Aber egal, wir haben mal Zeit. Ich mach mal ein bisschen schneller hier, damit die Zeit mal hier ein bisschen schneller umgeht und wir noch ein bisschen was geschafft kriegen. Denn befördert werden wir, glaube ich, in jedem Fall. Ja, auf jeden Fall. Wir sind nämlich ganz oben so mit der Laune. Aber wir sollten vielleicht trotzdem noch ein bisschen was hier tun. Ein Simper Gedankenkontrolle putzen lassen. Das können wir mal mit ihr machen. Säubern. Was ist hier gerade Episches passiert? War die Musik jetzt so episch, weil hier die Rakete wieder aufgebaut ist? Ich weiß es nicht. Es war epische Musik. Ich möchte gerne wissen, warum. So, putz, Fräulein. Boah, ich hätte gerne selber so ein Ding, ne? Was ich damit alles anstellen würde, Leute. Alle würden nur noch putzen und nackt durch die Gegend rennen. So, eine Stunde am Chemielabor experimentieren, das können wir machen. Großen roten Knopf drücken, das machen wir auch, weil da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, das war geil. Das war auf jeden Fall geil. Wir drücken ihn nochmal. Ach du Scheiße. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Am Chemielabor ist doch das Ding da, oder nicht? Warum können wir denn da jetzt nicht dran experimentieren? Warum müssen wir immer den großen roten Knopf drücken? Ach, Serum. Dann verwerfen wir das mal. Und jetzt experimentieren wir nochmal. So. Na. Ah. Und? War doch jetzt eine Stunde, oder? Ja, jetzt ist eine Stunde, genau. Simsberg Gedankenkontrolle ausgehungert machen. Boah, ey, wir müssen hier nur noch sowas machen. Ach, Leute, bleibt immer stehen. So. Gedankenkontrolle. Essen. So, Nummer 1. Dann machen wir das mal weg. Und bei dir machen wir Gedankenkontrolle Essen und bei dir machen wir Gedankenkontrolle Essen und dann haben wir das auch. Vor allem, dass wir immer 3 Stück machen müssen. Warum immer 3? Ich verstehe es nicht.
So, den haben wir auch. Und jetzt noch diesen Mann. Die immer komischerweise neben uns stehen, wenn wir sie bestrahlen, aber okay. So, dann haben wir das auch. Boah, das ging jetzt aber, gab jetzt aber einen dicken Schub. Den A-Probe analysieren haben wir, glaube ich, gar nicht, oder? Doch, haben wir tatsächlich. Wen haben wir die denn wieder geklaut? So. Dann mach das mal bitte eben. So, dann haben wir das nämlich auch. Und dann können wir nämlich mal eben hochgehen und hier schon mal ein bisschen die Laune ein bisschen verbessern, indem wir schon mal was essen. Machen wir mal hier so ein Fertigessen. Dann haben wir nämlich direkt den Hunger gut gestillt. Dann können wir uns hier direkt mal unterhalten, damit wir gleich gute Laune haben, wenn wir den Mason anrufen und der hier mal vorbeikommt. Beziehungsweise bei uns zu Hause vorbeikommt und wir ein bisschen was mit ihm vorhaben. So. Guckt, dann können wir uns direkt mit ihr unterhalten über die besten Köder, über die Büroaffäre, über Interessen. Schmeicheln, nach Gehalt fragen. Hör mal, was verdienst du eigentlich, Fräulein? Verdienst du ja genauso viel wie ich? Ich glaube nicht. So, und jetzt ist gleich auch die Zeit um. Das ist sehr schön. Dann haben wir nämlich den Hunger nicht gestillt. Und zwar null. Arbeitstag endet in einer Stunde. Wäre schön, wenn sie einfach dabei ein bisschen was snacken würde. Aber sie isst so gut wie gar nichts. Ah, doch, jetzt. Herrlich. So, jetzt haben wir es auch geschafft. Und jetzt werden wir hoffentlich auch befördert. Drück die Daumen. Boah, ich wollte schon sagen, ey, sind wir jetzt nicht befördert worden? Aber Gott sei Dank, wir sind befördert worden. Mia wurde befördert und ist jetzt Pionierin der neuer Technologien. Sie verdient jetzt 45 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 187 Simoleons pro Stunde ergibt. Leute, Leute. Sie hat zudem folgenden Bonus erhalten, 1136 und neue Kleider. Ihre nächste Schicht beginnt um 10, das ist sehr schön. Interessiert uns jetzt aber gerade gar nicht mehr, denn wir wollen jetzt den guten Mason mal anrufen. Dass der mal rumkommt hier, der junge Mann, ne, dass der mal wieder rankommt hier an Speck und, ne, ihr wisst, was ich meine. Dann wollen wir mal mit dem auf jeden Fall mal hier ein bisschen quatschen und mal wieder unsere Beziehung ein bisschen aufpeppen. Und dann schauen wir mal. Der Ladebalken dauert immer so lange, warum? Das geht mir auf den Sack. Kein Eisdiät will ich nicht. Antikalorien, es ist fast so schön, um wahr zu sein. Okay, ich höre jetzt auf. Beförderung, bla bla bla. So, aber wir wollen jetzt direkt den Mason anrufen, sonst schaffen wir es nämlich heute nicht mehr. Und da ist er. Kann man den irgendwie einladen hier so? Einladen hier abzuhängen. Wo ist er denn? Der Mason. Da. Mason Born. Komm doch mal bitte rum. Nein, ich habe natürlich nichts Besseres zu tun, als mit der Kuhpflanze zu spielen. Was hat er jetzt gesagt? Ich habe es jetzt nicht gesehen, ich habe es weggedrückt. Mason wird gleich da sein, sehr schön. War auch sein Glück. So, wo bleibt er? Da kommt er. Juhu. Hallo, Mason. Jogg doch nicht an uns vorbei. Wange streicheln. Oh, das ist direkt so süß. Knuddeln. Einladen, über Nacht zu bleiben. Ja, willst du über Nacht bleiben, Mason? Guck mal, wie schön. Sie soll sich mal umziehen. Ich will nicht, dass sie... Ich will nicht, dass sie so rumläuft, wenn sie da den Mason betüdelt. So. Tag verschönern. Ich entscheide das jetzt einfach mal. Und wir machen einfach mal ein Techtelmechtel. Und zwar ein Baby-Techtelmechtel. Und schauen einfach mal... Finde ich eigentlich ganz toll. Komm, wir machen ein Baby im Whirlpool. Finde ich irgendwie jetzt lustig. Komm, das machen wir auf jeden Fall. Das Baby, was im Whirlpool gezeugt wurde. Und ob es dann geklappt hat oder nicht, das sehen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also da mache ich dann mal einen Schwangerschaftstest. Oder soll ich den direkt machen? Ich glaube, ich mache ihn direkt. Ich glaube, ich mache ihn direkt, weil ich kann nämlich nie abwarten bei sowas. Da bin ich nämlich echt ätzend. Hallöchen. Und? Alter Schwede, hier geht's aber ordentlich ab. Und im Hintergrund die Kirche so. Voll sittig. Techtelmechtel. Ich frage mich, wie lange können die Leute eigentlich unter Wasser bleiben? Ja, also das stelle ich mir schon sehr anstrengend vor. Miau, miau. Was geht denn hier ab, Leute?
Kann man den eigentlich noch verbessern? Den Whirlpool kann man dann noch voll cool verbessern, oder? Oh, 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 oh. Uiuiuiuiuiuiui. Scheint gut gewesen zu sein, oder? Sah auf jeden Fall jetzt nicht aus, als ob es jetzt keinen Spaß gemacht hätte. Warte. Wir machen einfach mal noch eins. Ich bin einfach mal so frei. Alter Schwede, ey. Okay, wir gucken nicht weiter zu. Wir kümmern uns mal hier um den Rest des Schützenfests. Was macht ihr denn so? Ach, na klar, ihr unterhaltet euch hier natürlich im Badezimmer. Es gibt ja auch keinen anderen Ort, wo man sich jetzt hätte unterhalten können. Warst du heute in der Schule? Wahrscheinlich, oder? Ja, die Leistung ist auch wieder gestiegen. Das ist sehr schön. Dann kannst du nämlich mal eben runtergehen. Mal eben hier auf Klöchen. Und dann kannst du mal deine Hausaufgaben machen. Damit wir das auch gemacht haben. So, ihr seid immer noch dran. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Und dann kannst du mal einen Schwangerschaftstest machen. Und dann bin ich natürlich mal gespannt. Scheint auf jeden Fall sehr spaßig zu sein im Whirlpool. Ein Quickie hier zu haben. So, hör mal auf, da zu quatschen. Jetzt, wir müssen jetzt sofort einen Schwangerschaftstest machen. Kennt man ja, ne? Gerade gemacht und dann sich gedacht, ach komm, geh ich mal einen Schwangerschaftstest machen. Man hat ja immer einen parat, ne? Ist ja so, auch wenn man es gar nicht vorhatte. Wer kennt das nicht? So. Und? Und? Sie riecht erstmal über den Müll auf, so. Macht gerade einen Schwangerschaftstest, aber der Müll, der scheiße. Und? Oh mein Gott, unsere Mia ist schwanger. Oh, wie süß. Guck mal. Oh. Freue ich mich jetzt irgendwie total drüber, oder? Wie findet ihr das? Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Wir öffnen mal eben die Schatzkiste hier. Komm, wir verkünden natürlich direkt die gute Neuigkeit. Mason, komm mal bitte raus. Es hat gefruchtet. Hast du gut gemacht. Ja, Mason, du brauchst dich jetzt nicht direkt ertrinken. So schlimm ist es nicht. Wir können über alles reden. Wir küssen ihn mal. Guck mal, wie süß das aussieht. Das steht ja auch so gut, ne? Unglaublich. Unglaublich. So, Heiratsantrag könnten wir auch mal überlegen. Ich weiß nicht, wie würdet ihr das finden, wenn Mia schwanger heiraten würde? Das würde ich natürlich extrem süß finden. Hat die Mary ja damals schon gemacht. Also schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr jetzt so plant als nächstes für die beiden hier. Ob es eine Hochzeit geben soll oder lieber keine Hochzeit und dass erstmal das Baby kommen soll. Könnt ihr mir... Er liebt auf jeden Fall unseren Whirlpool. Also das steht schon mal fest. Also er liebt den Whirlpool wahrscheinlich mehr als uns. Aber okay. Aber könnt ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet und was ihr besser finden würdet. War die nicht eben auf Klo? Was ist denn los mit ihr? Und dann würde mich das auf jeden Fall mal sehr interessieren. So, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du denn hier noch? Guck mal, hier Kräuter für Einsteiger. Das ist ja super. Die können wir ja direkt mal öffnen. Ja, dann geh nun auch. So, und dann gucken wir mal, was hast du denn da so drin? Oh, guck mal hier. Das können wir mal einpflanzen. Und die können wir mal einpflanzen? Nein. Und was haben wir denn noch? Guck mal, die können wir auch mal einpflanzen. Oh, was ist das denn? Drachenfrucht. Die können wir auf jeden Fall auch mal einpflanzen. Ich glaube, die bringt nämlich richtig Kohle, wenn man die hinterher mal... wenn die mal auf einer guten Qualität ist. Hatte mir irgendjemand mal gesagt oder in die Kommentare geschrieben. Ich weiß es nicht mehr genau. Kann ich die jetzt nicht einpflanzen, nur weil die unbestimmt ist? Dann versucht die einfach mal zu bestimmen. Und die pflanzen wir auch. Holunder. So, und dann können wir uns mal hier um den Garten pflegen. Wir können uns mal hier um den Garten pflegen. Und das hier mal weiterentwickeln. So, wie sieht's bei euch aus? Bei euch sieht's gut aus. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, war's ja schon wieder mit der Folge. Also schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das jetzt findet, dass Mia jetzt schwanger ist. Ich finde das mega klasse und das steht ja auch so unglaublich gut. Und ja, mit dem Heiraten und so könnt ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Und ansonsten schreibt mir alles in die Kommentare, was euch so einfällt. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, bis dahin sage ich dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!